Ach ja, die Gummibärenbande. Alleine schon das Intro, welches direkt beim Zuhören einem in die alte Zeit zurückwirft. Nostalgie, das Wort, welches einen direkt in alte Zeiten bringt und einem ein schönes Gefühl bereitet. Doch wie gut ist die Abenteuer der Gummibärenbande wirklich und lohnt es sich, diesen Klassiker zu rewatchen? Wenn euch der Kanal gefällt und ihr nichts mehr von meinem Cartoon-Content verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Eine Disney-Serie, welche im Jahr 1985 bis 1991 lang lief und ab dem Jahr 1988 auch bei uns erschienen ist. Gummibärenbande hat zudem keinen Film und auch keinen Bezug zu irgendwelchen Filmen, weshalb diese als Serie alleine dasteht. Widme ich mich erst dem Offensichtlichen, dem Intro und dem Artstyle. Das Intro ist für viele das Beste an der Show und das, woran sich die meisten wirklich erinnern. Es ist mega einprägsam und erzählt in musikalischer Weise, was das Besondere an den sogenannten Gummibären ist. Wegen solchen Intros denkt man auch oft an solche Cartoons. Da sieht man einfach, wie wichtig direkt der Anfang ist. Der Animationsstil ist auf jeden Fall sehr schlicht gehalten. Es passt sich der damaligen Cartoon-Ära sehr an und es gibt ein sehr gutes Bild ab. Es wirkt schlicht, aber es passt. Nur eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass sie manchmal sehr unkreativ sind, was Designs angeht. Ich meine die Ungeheuer, die sehen einfach alle gleich aus, nur in unterschiedlichen Farben. Das ist eine Sache, die mir etwas negativ aufgefallen ist. Aber sonst habe ich dazu nicht so viel zu sagen. Die gesamte Handlung findet hier während der Zeit des Mittelalters statt und das wurde hier echt gut gezeigt. So gibt es nicht nur ein fiktives Königreich namens Dunwin, sondern auch viele Elemente der damaligen Zeit, auch vom Designtechnischen her. Man hat wirklich darauf geachtet, dass es in der Zeit bleibt und das mache ich so daran. Die Burgen und Städte sehen gut aus, die Wälder wie man sie kennt und auch die Seen und andere Naturgebiete wurden gut übernommen. Ich muss sagen, ich finde Geschichten, welche nicht immer in der typischen Alltagsstadt von heute stattfinden, wirklich abwechslungsreich. Die Kleidung ist sehr altmodisch und auch die Waffen, die hier benutzt wurden, passen sich der Zeit an. Kommen wir aber mal zu einer Sache, die ich nicht so ganz gut gelungen finde. Die Charaktere. Moment, bevor ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Die Charaktere fühlen sich für mich mega klischeehaft an. Sie haben zwar ein bis zwei Eigenschaften, die sie ausmachen und diese führen sie auch konsequent durch, aber das macht sie auch so vorhersehbar. Da sie diesen Charakter haben, weiß man oft, was passiert, da sie immer gleich handeln. Wenn es irgendwie um Essen geht, dann weiß man, dass Tammy oft damit etwas zu tun hat. Oder wenn es um ein Problem geht, das nur mit Zauberei zu tun hat, ist oft Tammy in Verbindung zu bringen. Also versteht mich nicht falsch. Die Charaktere sind jetzt nicht schlecht oder so. Nur diese Rollenverteilung merkt man hier stark. Es wirkt so wie eine Rollenverteilung in einer mittelalterlichen Familie. Und das passt irgendwie, muss ich sagen. Ich meine, wir haben hier Cubby, der mit seinem jungen Leichtsinn und Neugier durch die Welt geht und wirklich alles hinterfragt und man ihn am meisten sieht, wie er etwas Neues erleben möchte. Dann Quemmy, welche den Charakter einer fürsorglichen Mutter hat und oft nur mit Hausarbeiten wie Kochen und Putzen in Verbindung gebracht wird. Quaffy, der die Definition von einem Miesepeter darstellt und an sich sehr zynisch sein kann. Er achtet oft nur auf sich selber und geht viele Probleme ein, jedoch hat er auch eher seine eigenen Momente. Er ist zudem der Ingenieur der Gummibären und kennt sich sehr gut mit Dinge reparieren aus, weshalb man ihn oft bei solchen Tätigkeiten sieht. Sunny, der Charakter, dessen Gemüt sich sehr an den Namen anpasst. Sie wirkt wie ein Sonnenschein, ist gutherzig und hilfsbereit. Sie will aber auch eine Prinzessin sein, womit sie in gewisser Weise den Charakter von einem typischen Mädchen vertritt, was man wirklich immer wieder merkt. Und was wäre die Show nur ohne Tammy, der der Inbegriff von Faulheit und Verfressenheit ist? Es gibt in so vielen Shows immer so einen Charakter, der genau diese Eigenschaften mit sich bringt. Er sorgt für einige lustige Momente und bringt durch seine Verpeiltheit die Truppe immer wieder in Gefahren. Und dann noch Sammy. Er ist ein typischer Zauberer, welcher mithilfe eines bestimmten Buches zaubert, worauf ich später nochmal eingehen werde. Man sieht ihn oft mit Zaubereien verbunden, welche mal mehr und mal weniger gut funktionieren. Er hat manchmal etwas Probleme, sich selbst zu finden und deshalb ein geringes Vertrauen in sich selbst zu haben. Er hat eine sehr klassische Zaubererrolle, wie ich finde. Die Gummibären machen zwar den wichtigsten, doch nur einen geringen Teil des Casts aus. Da es in einem Königreich spielt, darf selbstverständlich ein König nicht fehlen und dazu seine etwas rebellerische Tochter, welche manchmal gar nicht die Lust hat, sich den Pflichten einer Prinzessin zu stellen. Durchaus nachvollziehbar. Und dann gibt es auch nach wie vor auch Ritter, wobei einer hier eher im Fokus steht, und zwar Sir Tuxford, welcher auch irgendwie wie der typische Ritter rüberkommt und ihn wenig hervorstechen macht. Man kennt ihn halt als Ritter und das war's. Einen Charakter, welchen man aber auf jeden Fall besser kennt, ist Kevin, seinen Knaben, der als erster Mensch überhaupt das Geheimnis der Gummibären gelüftet hat, weshalb er mit ihnen direkt in Kontakt steht. Er wird immer als ein sehr mutiger, heranwachsender Ritter angesehen, welcher eines Tages ein richtiger Ritter sein will. Er wird von vielen wegen seinem Glauben an die herumhopsenden Bären nur belächelt, wenn die wüssten. Und ich glaube, ihr versteht mein Problem mit den Charakteren. Kommen wir aber auch nun zum Gegenpol des Guten. Und dazu muss ich erstmal sagen, dass ich bis kurzem vergessen habe, dass dieser Charakter existiert, beziehungsweise wie er aussieht.
wirklich. Das Einzige, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass er Ähnlichkeiten mit einem bestimmten Nintendo Fiesling hat. Auch wenn es nur im Entferntesten so ist. Ich rede von Herzog Ickzorn. Er ist eine Definition von böse. Er ist hinterhältig, narzisstisch, arrogant, fies und gemein und an sich die Verkörperung des Bösen. Er versucht alles, um an sein Ziel zu gelangen, die Geheimnisse der Gummibären und deren Saft zu lüften und damit das ganze Königreich einzunehmen. Er passt an sich wirklich gut in die Serie, nur es gibt ein Problem. Es gibt nichts, was ihn wirklich auszeichnet. Er ist einfach so typisch böse, dass es fast schon perfekt wirkt. Das Problem ist, mir fehlt etwas mehr Tiefe bei dem Charakter. Wirklich. Es wirkt so, dass er der ideale Bösewicht ist, nur das Problem ist, ihn zeichnet nichts wirklich aus. Er sticht einfach nicht hervor. Wenn ich mich nach den 10 beliebtesten Schurken umschaue, sehe ich ihn nicht mal in der Liste. Ich glaube, die meisten haben ihn vergessen. Man weiß zwar, dass es da was gab und dass er immer nur das Königreich wollte, aber er einfach nie in den Köpfen hängen geblieben ist. Seine Gefolgschaft und Ungeheuer sind auch nicht besser. Die meisten stechen nicht mal durch ihre dämlich wirkende Art hervor. Jeder von ihnen ist dem Charakter gleich und sie haben einfach null Persönlichkeit. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist die Frise und die Farbe. Sie stellen einfach nur eine böse, charakterlose Armee dar. Wer dagegen etwas hervorsteht, ist Toady, was nicht nur alleine an seiner Körpergröße liegt, sondern auch, dass er vom Charakter etwas hervorsticht. Ich glaube, es gibt einige, die erinnern sich mehr an Toady als an Ickzorn, was schon etwas bedeutet. Er wirkt direkt so schwach, aber dennoch hat er mehr zu sagen als die anderen, wird aber ständig von Ickzorn bei seinem Versagen runtergezogen. Irgendwie hat er was und hat auf jeden Fall seine Folgen, die ihn mehr hervorstechen lassen. Doch worum geht es eigentlich in Gummibärenbande? Nun im Grunde um die Gummibären, wer hätte das gedacht? Die Gummibären sind hier Fantasiewesen, welche sich nie den Menschen zeigen und nur wenige davon von ihrer Existenz wissen, weshalb man sie sehr selten in Verbindung mit Menschen sieht. Seit Beginn der Handlung versuchen sie auch herauszufinden, ob es noch weitere Gummibären gibt. Und ich muss sagen, dass alles rund um die Gummibären echt gut aufgebaut wurde. Tatsächlich hatte Gummibärenbande auch so eine grobe Richtung der Hintergrundhandlung. Und zwar wird in gewissen Folgen immer die Herkunft der Gummibären behandelt. Die Vergangenheit, welche am Anfang immer sehr im Dunkeln gehalten wurde. Es wird immer von den großen Gummibären geredet, doch kann man sich am Anfang noch gar nichts darunter vorstellen. Im Verlauf der Handlung kommen nach und nach einfach immer mehr Gummibären zusammen, welche verschiedene Rollen haben. Oft tauchen sie auf, wenn die 6 Gummibären in neue Ortschaften und Königreiche reisen. Diese neuen Gummibären helfen den 6 oft bei ihrer Mission, bleiben allerdings oft da, wo sie sind oder verschwinden einfach wieder. Manche von ihnen schließen sich einfach an, wie Gusto, welcher durch seine neuen Eigenschaften und seine künstlerischen Ader einfach etwas mehr Abwechslung reinbringt. Oder auch die Barbie-Gans, welche etwas mehr Schwung in die Gattung der Gummibären bringen. In jeder Staffel erfährt man immer mehr über die Geschichte der Gummibären und das ist wirklich eine sehr gute Sache. Doch nicht nur die Gummibären, sondern auch die Artefakte, welche sie ausmachen, werden oft in den Vordergrund gepackt. So sieht man sehr oft die Medaille mit den Gummibärenabzeichen mit in die Handlung integriert. Oder auch das große Buch der Gummibären. Dieses große Buch wird von Sammy zu Ende geschrieben, da dieses noch nicht vollständig ist und er sich selbst die Aufgabe gegeben hat, es zu Ende zu bringen. Zeitgleich lehrt er sich selbst durch die Worte vorheriger Schreibe, die Zaubereien zu nutzen. Dieses Buch ist wirklich enorm wichtig, weshalb es sehr oft zu sehen ist. Ihre halbe Existenz befindet sich darin. Bestimmte Bösewichter aus manchen Folgen wollen dieses sogar haben, da sie wissen, welche Macht sich dadurch ergibt und deshalb alles tun, um an die Information zu kommen. Und die Medaille ist so gesehen der Schlüssel für das Siegel. Es passt alles so gut zusammen. Ein weiteres Geheimnis ist der Gummibärensaft, welcher sehr oft von den Gummibären konsumiert wird. Er verleiht ihnen einfach die Kraft, wie ein Gummiball herumzuspringen und das hat einige Vorteile. Und seien wir doch mal ehrlich, ich denke, jeder wollte diesen Saft selbst mal trinken. Tatsächlich haben die Schreiber der Handlung daran gedacht, dass der Saft auf Menschen anders wirkt und sie statt der Sprungfähigkeit einfach super stark werden, auch wenn das für eine sehr kurze Zeitspanne ist. Das Ganze hat etwas von dem Zaubertrank aus Asterix und Obelix. Und um diesen Saft drehen sich viele Folgen. Es ist wie ein Geheimrezept, das die Gummibären seit Ewigkeiten hüten. Denn ein Ziel von Ickzorn ist es, sich diesen Wundersaft unter den Nagel zu reißen, um seine Pläne zu vereinfachen. Die Handlungen der Folgen sind an sich geschlossen und es gibt keine offensichtliche Hintergrundhandlung, bis auf den Fakt, dass man mehr über die Gummibären erfährt. Die Handlungen haben sehr oft in Bezug auf das Mittelalter, weshalb man sehr oft mit den typischen Handlungsbereichen der damaligen Zeit zu tun hat. Es gibt hier sehr viele Fantasy-Wesen, die in die fiktive Welt gebracht wurden, die zwar alle schon bekannt sind, aber dennoch eine etwas abwechslungsreiche Handlung bringen. Ich meine, Drachen, Kobolde und andere mystische Wesen sieht man sehr oft und das mag ich auch so daran.
In den einzelnen Folgen wird oft eins oder zwei der Gummibären in den Vordergrund gestellt, die sich immer einem bestimmten Problem stellen und dies gelöst werden muss. Dazu kommt es immer zu einem abenteuerlichen Erlebnis, was den Cartoon schon in gewisser Weise auszeichnet. Denn viele Folgen bestehen aus einem netten kleinen Abenteuer, was mit vielen Gefahren und Hindernissen bestückt ist, da jedes Ende einer Folge auch das Ende der Handlung bedeutet. Hier gibt es sowohl Einzelepisoden als auch Doppelepisoden, die 22 Minuten einnehmen, wobei ich diese deutlich spannender finde. Oft passiert da viel mehr, was ihn interessiert, weshalb ich ehrlich gesagt auch so manche Einzelepisode übersprungen habe. Es gibt auch Folgen, die besonders gut inszeniert wurden, wie ein Duell der Zauberer, in welches Sammy verwickelt ist und dies auch wirklich mit dem großen Buch verbunden wurde. Und ich muss auch sagen, irgendwie passt das alles gut zusammen. Es harmoniert irgendwie alles miteinander. Für das, was Gummibärenbande darstellen soll, macht es seine Aufgabe sehr gut. Wir haben hier einerseits die Gummibären als Fabelwesen, welche sich vor dem Menschen verstecken müssen. Dann haben wir viel mit Monarchie zu tun, einen Bösewicht, welcher diese erobern will, und Ritter, welche den König beschützen sollen, und das Rittertum, welches hier sehr ausführlich behandelt wird. Es hat die wichtigsten Elemente, die man sich dazu vorstellen kann, erfüllt, und wenn bestimmte Rollen in so einer Geschichte fehlen, werden sie als Nebencharakter einfach ergänzt. Wie zum Beispiel Frostbart, den Herrn des Winters, welchen ich echt cool fand. Man hat hier wirklich ein interessantes und gutes Gleichgewicht geschaffen, wodurch es immer neue Handlungsmöglichkeiten gibt. Der Cartoon wirkt nahezu perfekt, wenn es da nicht dieses gewisse ein Problem gäbe. Es wirkt einfach so perfekt und ineinander geschlossen, dass es irgendwie nichts gibt, was es wirklich auszeichnet. Es sind weder die Charaktere, noch die Handlungen, noch der Humor, noch alles drum und dran. Das könnte eines der Probleme sein, warum sich kaum einer noch an die einzelnen Folgen erinnert. Als ich die Folgen geschaut habe, hat sich keiner bei mir im Kopf festgeankert. Die Folgen waren halt gut aufgebaut und hatten alles, was reingepasst hat, aber es gab nie so eine Folge, wie das haben wir nicht gesehen oder sowas, wenn ihr versteht. Als ich Leute gefragt habe, ob sie mir erzählen können, was im Cartoon passiert, konnten sie nie viel sagen. Außerdem gibt es Gummibären, die hüpfen rum und trinken Saft. Und es gibt so einen Bösen, der den Saft auch will. Und dann gibt es auch noch einen König und die Prinzessin und Toadie. Man kann das alles wirklich innerhalb weniger Folgen zusammenfassen. Und ich meine das nicht mal abwerten oder so. Auf gar keinen Fall. Ich würde meinen Kindern in der Zukunft lieber Gummibärenbande schauen lassen, als YouTube oder sonst was. Aber durch den Wandel der Cartoons zur Gummibärenbande wirklich in die Jahre gekommen, sodass es mir echt halt schwer gefallen ist, den Cartoon zu schauen. Es gibt gewisse Gründe, warum man viele Cartoonserien, die man als Kind gern geschaut hat, nicht unbedingt rewatchen sollte, außer es handelt sich um SpongeBob, Cosmo und Wanda oder ähnliche Cartoonserien. Um das Video abzurunden, hier nochmal ein Fazit. Gummibärenbande ist eine gute Cartoonserie. Die bringt das rüber, was sie darstellt, und zwar das Geheimnis der Gummibären und ihre Abenteuer. Die Charaktere ergänzen sich sehr gut in der Serie und es wirkt alles stimmig. Leider fehlt es etwas an Humor, welcher nur leicht vertreten war. Dazu kommen noch die von mir genannten Probleme. Ich kann es verstehen, wenn man den Cartoon mag und einen schönen Teil der Kindheit damit verbracht hat, allerdings sollte man diesen Teil auch Kindheit lassen. Was sagt ihr? Teilt ihr meine Meinung oder was ist eure Meinung zur Gummibärenbande? Habt ihr sie gerne in der Kindheit gesehen? Das würde mich echt mal interessieren. Aber das war's auch mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Johnny. Bye bye.